Zur Projektgruppe ESM möchte ich ein paar einleitende Worte sagen. Sie ist am 30. Mai dieses Jahres gegründet worden, um die Aktivitäten der Piratenpartei zu bündeln in Hinsicht des ESM und des Fiskalpaktes. Vorher hat es viele verschiedene Initiativen mit Landesverbänden gegeben. Und die Bundespartei hat sich seit Anfang Juli jetzt der Klage der Demokratie e.V. angeschlossen und beim Bundesverfassungsgericht ist sie der Klage beigetreten. Das ist der Stand. Wir haben uns entschlossen, in der Projektgruppe ESM diese Problematik dieser Krise, wir können sie Eurokrise nennen, wir können sie Finanzkrise nennen, wir können sie Staatsschuldenkrise nennen. Wahrscheinlich wird jeder gute Argumente dafür finden, jeweils eine Bezeichnung auszuwählen und es gibt wahrscheinlich noch weitere, das aus drei verschiedenen Ebenen auszuleuchten. Wir haben eine erste Podiumsdiskussion am 29. Juni gehabt mit Verfassungsrechtlern, dem Mitarbeiter von Professor Meyer, den Sie beide bestimmt kennen werden, Dr. Heidfeld, und einen Vertreter der Demokratie e.V. Und diese Podiumsdiskussion hat am 29.06. stattgefunden. Ein YouTube-Video wird dazu noch zur Verfügung gestellt. Ja, das zur einleitenden Worte. Heute ist die zweite Podiumsdiskussion im Rahmen dieser Veranstaltung. Es sind zwei Vertreter da, wo wir glauben sagen zu können, dass sie die Rettungsmaßnahmen um den ESM befürworten. Deswegen haben wir sie heute auch eingeladen, damit sie ihre Sicht der Dinge uns erläutern. Wir werden sicherlich kritisch versuchen zu hinterfragen, diese Position. Und es wird eine weitere Diskussionsrunde mit Ökonomen stattfinden, die dann eine Position gegen den ESM innenehmen. Mit diesen einleitenden Worten möchte ich es erst einmal an meinen Mitmoderator geben, an Robert Arnold. Ja, vielen Dank, Herr Gascher. Ich freue mich auch, dass das hier jetzt alles so wunderbar geklappt hat. Das Ganze hat nur geklappt, weil ganz viele Leute an ganz vielen Stellen ganz viel gearbeitet haben, auch noch in letzter Minute an der Technik. Jetzt ist es genau 20 Uhr, also würde ich sagen, Matthias, magst du beginnen, Herrn Bofinger kurz vorzustellen? Ich glaube, da müssen wir gar nicht so viel vorstellen. Professor Bofinger, geboren 1954 in Pforzheim, ist seit 1991 ordentlicher Professor an der Universität Würzburg, im Lehrstuhl für VWL, Schwerpunkt Geld und internationale Wirtschaftsbeziehungen, wenn ich es richtig wiedergebe, und ist seit März 2004 Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung und hat sich in vielerlei Hinsicht geäußert in den letzten Monaten zur Eurokrise mit dem Schuldentilgungsplan des Sachverständigenrates und eines Sondergutachtens, was erst vor wenigen Tagen veröffentlicht worden ist. Dann möchte ich ganz kurz Klaus Regling vorstellen. Klaus Regling hat Volkswirtschaftslehre in Hamburg und Regensburg studiert, hat beim IWF in Washington gearbeitet und in Jakarta. Er hat außerdem gearbeitet beim Bundesverband Deutscher Banken und beim Bundesfinanzministerium. Er hat noch ganz viele weitere interessante Arbeiten zwischendurch gemacht. Aktuell ist er besonders interessant deswegen, weil er der Chef der EFSF ist und designierter Chef des Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM, über den wir heute diskutieren. Ja, bevor wir die beiden Herren jetzt bitten zu dem ersten Statement. Wir sollten, bevor wir Lösungen vorschlagen oder überhaupt in die Diskussion einsteigen, erst einmal uns verständigen, was für eine Problematik oder was für eine Art von Krise wir überhaupt haben. Ich würde sagen, worin besteht das Problem, das gelöst werden soll mit dem ESM und dem Fiskalpakt? Dann, welche Ursachen sehen Sie für das Problem an und warum kam es zu dieser Entwicklung? Und als Anschluss dann stellen Sie Ihre Lösungsansätze kurz vor. Wir würden gerne beiden von Ihnen 5 Minuten einräumen, um Ihre Position darzulegen, wenn es Ihnen recht ist. Und ich würde ganz gerne mit Professor Bofinger beginnen. Ja, schönen Dank. Für mich ist entscheidend, dass wir hier im Euroraum eine systemische Krise haben. Systemische Krise bedeutet, dass wir Staaten haben, die wie beispielsweise Italien ein sehr niedriges Defizit hat oder Staaten wie Spanien, das sich massiv bemüht, seine Verschuldung in den Griff zu kriegen, und dass diese Staaten einfach darunter leiden, dass sie nicht mehr zu vernünftigen Zinsen sich auf den Finanzmärkten refinanzieren können. Die Zinsen steigen trotz der ganz klaren Sparanstrengungen immer weiter an. Sie unterlaufen damit die Sparanstrengungen und gefährden damit das Ziel all der ganzen Konsolidierungspolitik. Und diese systemische Problematik sieht man ja sehr deutlich, wenn man beispielsweise Italien und Großbritannien vergleicht. Bei Großbritannien
hat fast das vierfache Defizit wie Italien. Großbritannien kann sich zu 1,5% Finanzmarkt langfristig finanzieren. Italien ist irgendwo bei 6,5%. Und wir sehen eben hier die Besonderheit dieser Währungsunion, dass eben Staaten sich nicht mehr über die Notenbank finanzieren können, dass sie einem Insolvenzrisiko ausgesetzt sind. Und das ist eben anders bei einem Land wie Großbritannien, das sind von Sterling verschuldet. Es hat die Notenbank, die Bank of England, im Rücken und ist damit diesem Insolvenzrisiko überhaupt nicht ausgesetzt, kriegt niedrige Zinsen und kann damit sehr viel einfacher dann auch diese Konsolidierungspolitik verfolgen. Und die Bemühungen, um die es jetzt gehen muss, müssen dahin gehen, dass Staaten, die sich wirklich anstrengen, die ganz beachtliche Konsolidierungsanstrengung leisten, dass diese Konsolidierungsanstrengung nicht durch zu hohe Zinsen konterkariert werden, dass es nicht zu Teufelskreisen kommt, dass die Zinsen immer weiter ansteigen und deswegen immer weniger Investoren dann bereit sind, einem Land Geld zu geben. Das heißt, man muss an diesem systemischen Punkt ansetzen und da ist eben der ESM durchaus eine Möglichkeit, Ländern zu helfen, Ländern aus diesem Teufelskreis herauszuhelfen. Die Problematik, die ich sehe, ist, dass der ESM für Italien und Spanien von seinem Volumen her nicht ausreichend ist. Die Refinanzierungsbedarfe beider Länder in den nächsten 2-3 Jahren sind viel zu hoch, um jetzt in Form eines klassischen Rettungspakets durch den ESM getragen werden zu können. Deswegen haben wir als Sachverständigenrat den Schuldentilgungspakt vorgeschlagen, ein Modell einer gemeinsamen Haftung, die es erlaubt, Ländern all die Verschuldung, die über die 60%-Grenze hinausgeht, in gemeinsamer Haftung zu finanzieren. Entscheidend bei diesem Modell ist, dass wir eine Phase haben von 4 bis 5 Jahren, wo diese gemeinsame Haftung aufgebaut wird, dass aber dann in 20 Jahren all die Anleihen, die in gemeinsame Haftung begeben werden, dann auch zurückgezahlt werden. Das heißt, es ist eine temporäre Gemeinschaftshaftung, die aber dann mit Schuldentilgung verbunden ist. Und wir haben da beim Sachverständigenrat auch eine ganze Reihe von Sicherungsmechanismen eingebaut. Die Länder müssen zum Beispiel Sicherheiten in Form von Währungsreserven hinterlegen. Die Länder müssen bestimmte Steuern identifizieren, die dafür verwendet werden. Also unser Modell geht ganz klar über den ESM raus. Einfach deswegen, weil wir einen Mechanismus finden müssen für die großen Länder Italien und Spanien. Und wenn jetzt man damit Schwierigkeiten hat mit all diesen Formen einer gemeinsamen Haftung, wie das jetzt der Schuldentilgungspakt vorsieht, muss man sich eben fragen, was sind die Alternativen? Und die Alternativen sind eben nicht sehr schön, so wie die Entwicklung im Augenblick sich darstellt. Gibt es eben die eine Möglichkeit, dass die Europäische Zentralbank unbegrenzt italienische und spanische Anleihen ankauft. Dann haben wir eine gemeinsame Haftung quasi durch die Hintertür, im Prinzip auch unbegrenzt und unkonditioniert. Und die andere Möglichkeit, wenn die EZB nichts tut, ist eben, dass der Euroraum auseinanderfällt, dass wir ein unkontrolliertes Auseinanderfallen dieser Währungsunion bekommen. Und das wäre mit erheblichen finanziellen und realwirtschaftlichen Schäden für Deutschland verbunden. Ich glaube, das ist ganz entscheidend bei der ganzen Diskussion über ESM und über alle Hilfsmaßnahmen, dass man eben sich ganz klar bewusst ist, was sind die Alternativen, wenn wir nicht diese solidarische Haftung übernehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass wir einen Zerfall dieser Währungsunion kriegen oder aber, dass wir unbegrenzte Haftung durch die EZB bekommen und beides ist nicht gut und deswegen meine ich, brauchen wir den ESM, aber ich glaube, wir brauchen auch darüber hinaus diesen Schuldentilgungspakt, wie wir den beim Sachverständigenrat vorgeschlagen haben. Bevor gleich Herr Regling seine Position darlegt, möchte ich nochmal Sie fragen, Herr Bofinger, Sie haben mit Ihrem Kollegen Professor Feld bei der Bundestagshaushaltsausschusssitzung am 7. Mai auf die Frage geantwortet, dass der Vorschlag, den Sie eben unterbreitet haben, im Prinzip beide Möglichkeiten in Europa von der europäischen Entwicklung offen lässt, also der Entwicklung zu einem Bundesstaat als auch zu einem, sage ich mal, föderalen Staat, ja, Föderation, also nicht ganz so eng gefassten. Wenn Sie uns das vielleicht nochmal kurz erklären könnten, dass diese Wege praktisch nicht definiert werden mit Ihrem Plan. Ja, der Schuldentilgungspakt versucht, möglichst viel mit Automatismen zu machen, möglichst viel eben mit Sicherheiten, mit vertraglichen Regelungen. Deswegen ist es eigentlich ein Modell, das nicht in Richtung verstärkter politischer Integration geht. Ich persönlich hätte eine stärkere Präferenz dafür, dass wir auch die fiskalische Integration in Europa vorantreiben. Denn es wird ja immer wieder das Demokratiedefizit in Europa beklagt. Ich glaube, diese Krise wäre eine Chance, mehr Kompetenzen auf die europäische Ebene zu übertragen. Diese Kompetenzen dann aber zu legitimieren durch das Europäische Parlament. Das heißt, wir würden damit zum einen eine effizientere Finanzierung von Staaten bekommen, auch eine effizientere Kontrolle von Staaten, aber zugleich auch dieses Demokratiedefizit beheben, das ja im Augenblick und bei all dem, wie das im Augenblick läuft, ja auch ein echtes Problem ist. Ja, vielen Dank, Herr Bofinger. Und jetzt die Gelegenheit für Herrn Regling, seine Sicht der Dinge darzulegen. Ja, schönen Dank.
Ich stimme also mit manchem durchaus überein, was Herr Bofinger gesagt hat, vor allem auch, was er zum Schluss gesagt hat, demokratische Legitimation und die Entwicklung zu mehr Europa ist sicherlich etwas, was uns weiterbringen wird. Und wir sehen ja auch wichtige Schritte in diese Richtung jetzt bei der akuten Krisenbekämpfung. Lassen Sie mich aber ein bisschen weiter ausholen. Sie hatten ja gefragt, wo liegen die Ursachen der Krise? Was muss man tun? Was sind die Rezepte? Ich glaube, man muss feststellen, dass während des ersten Jahrzehnts der Währungsunion die wirtschaftspolitische Entwicklung in den einzelnen Mitgliedstaaten einfach zu weit auseinandergelaufen ist. Wir wissen das von der Haushalts-, von der Budgetseite, aber es gilt natürlich auch für die anderen makroökonomischen Größen wie Leistungsbilanz, Ungleichgewichte, Wettbewerbsfähigkeit. Hier haben wir eine große Auseinanderdriften gesehen der einzelnen Volkswirtschaften. Das heißt letztlich, dass die einzelnen Länder wichtige Bereiche der Wirtschaftspolitik nicht ausreichend untergeordnet haben unter den Bedürfnissen einer Währungsunion. Ein Land, das in einer Währungsunion ist, hat nicht mehr die Freiheitsgrade, die ein Land hat, die das nicht in einer Währungsunion ist und das deshalb auch seinen eigenen Wechselkurs und eine Zentralbank hat, die nur für dieses eine Land zuständig ist. Es gibt also hier Sachzwänge, die vielleicht nicht jedem einzelnen Land, das der Währungsunion beigetreten ist, so klar waren am Anfang. Wir hatten dann, als die Krise losging, 2008, die Situation, dass alles verschärft wurde durch die globale Finanz- und Wirtschaftskrise. Sonst wären diese Fehlentwicklungen innerhalb der Europäischen Währungsunion sicherlich nicht ganz so dramatisch geworden, wie sie es jetzt geworden sind. Was ist jetzt passiert? Was ist die Strategie? Hier halte ich es für wichtig, dass man ESM und den Vorläufer EFSF im Zusammenhang sieht mit dem, was in den einzelnen Mitgliedsländern geschieht, auf der nationalen Ebene und dem, was auf europäischer Ebene geschieht. Ich sehe da einen Dreiklang. Auf der nationalen Ebene müssen die notwendigen Anpassungen geschehen, damit die Fundamentaldaten, die auseinandergedriftet sind, wieder ins Gleichgewicht kommen. Also Wettbewerbsfähigkeit, Haushaltssituation, Leistungsplansituation. Hier machen alle Länder ihre Anstrengungen und die Erfolge sind viel größer, als das allgemein wahrgenommen wird. Wenn man sich anschaut, was in Griechenland, Irland, Portugal, aber auch in Ländern, die bisher kein Geld von den europäischen Partnern oder dem IWF bekommen, also Länder wie Spanien und Italien, was dort geschehen ist, dann ist völlig klar, dass die Haushaltsdefizite geringer werden, dass die Leistungsbilanzungleichgewichte sich verringert haben, auch deshalb, weil der Überschuss in Deutschland geringer wird. Und dass sich auch die Wettbewerbsfähigkeit wieder angleicht. Selbst in Ländern wie Griechenland sind diese Anpassungsfortschritte sichtbar. Nur die Medien berichten darüber nicht sehr viel. Die ziehen es vor, die Negativnachrichten zu vermelden. Irland und Portugal sind wirkliche Erfolgsgeschichten. Griechenland ist die große Ausnahme. Die anderen Länder machen sehr gute Fortschritte. Insofern Anpassung auf der nationalen Ebene. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Auf der europäischen Ebene haben wir heute stärkere Verfahren zur wirtschaftspolitischen Koordinierung im Haushaltsbereich, aber auch in den anderen makroökonomischen Bereichen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, um auf die Einzelheiten einzugehen. Fiskalpakt ist da ein wichtiges Element, das dazugehört. Aber es geht eben darüber hinaus. Es wird auch heute viel mehr wirtschaftspolitische Überwachung in den anderen Bereichen, die früher vernachlässigt worden sind, vorgenommen. Und nur wenn diese Bereiche besser funktionieren, Anpassung auf der nationalen Ebene, und bessere europäische Koordinierung, dann macht es Sinn, dass man einen finanziellen Hilfsfonds hat, wie EFSF zurzeit, in Zukunft ESM, der im Krisenfall Liquiditätshilfen geben kann, Kredite, die ja zurückgezahlt werden müssen, um Zeit zu kaufen, bis die Reformen und die Anpassungsmaßnahmen greifen. Und dieses Modell ist identisch mit dem, was der Internationale Währungsfonds auf globaler Ebene seit 50 Jahren erfolgreich macht. Wir haben nun mal die Situation, dass zu Beginn einer Krise, wenn eine Regierung bereit ist, die Politik zu verbessern und Reformen umzusetzen, die Märkte das zunächst nicht glauben. Deshalb muss eine gewisse Zeit lang offizielles Geld auf globaler Ebene vom IWF, in Europa jetzt vom EFSF und ESM, zur Verfügung gestellt werden, bis die Reformmaßnahmen greifen können. Die Märkte brauchen einige Zeit, um die Wirkungen dieser Reformen auch positiv einzuschätzen.
Wenn die Märkte das sofort tun würden, könnte man den IWF abschaffen und dann hätten wir auch EFSF und ESM nicht aus der Taufe heben müssen. Insofern sind diese Fonds sehr hilfreich, um Zeit zu kaufen, aber sie ersetzen nicht die Reformbemühungen auf der nationalen Ebene. Und auf europäischer Ebene ist eben wichtig, weil die 17 Länder eine Währung haben und eine Geldpolitik, dass die Wirtschaftspolitik insgesamt besser koordiniert wird. Und dazu sind in den letzten Monaten einschließlich durch den Fiskalpakt die Voraussetzungen geschaffen worden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Regling. Ich hätte eine Nachfrage nochmal, weil ich heute bei den Recherchen zu Ihrer Person auch einige selbstkritische Töne vernommen habe. Damals, als der Stabilitätspakt von Ihnen ja mitentworfen worden ist, hat man damals nicht so arg nur auf die staatlichen Defizite und auf die staatlichen Schuldenobergrenzen geschaut und hat nicht gesehen, dass eine Gefahr auch von der privaten Verschuldung und von den Geldschöpfungsmöglichkeiten der Privatbanken, also Vermögens-Asset-Price-Blasen, die sich gebildet haben, ausgehen würde. Wie würden Sie diesen Sachverhalt heute im Nachhinein bewerten? Ja, das ist völlig richtig und Sie haben also gut recherchiert. Ich habe das also schon an anderer Stelle gesagt, selbstkritisch, dass wir uns zu stark auf die Budgetpolitik und den Schuldenstand konzentriert haben. Dass das ein ganz wichtiges Element ist der wirtschaftspolitischen Überwachung, das ist völlig klar und das muss es auch bleiben. Aber wir hätten schon früher diesen Teil der Überwachung und der Regelbindung der Wirtschaftspolitik erweitern sollen durch die anderen Bereiche, die Sie genannt haben. Private Verschuldung, Kreditbubbles, aber auch Wettbewerbsfähigkeit, Einkommensentwicklung, Leistungsbilanzdivergenzen, denn die tragen auch mit zur Krise bei. Also Haushaltspolitik wird auch weiterhin ein ganz wichtiger Aspekt bleiben müssen, deshalb auch der Fiskalpakt und der ist wichtig. Aber die anderen Bereiche sind vernachlässigt worden früher, da haben wir dazugelernt und das ist aber inzwischen auch auf einen guten Weg gebracht worden. Ja, vielen Dank, Herr Regling. Die nächste Frage übergebe ich dann an Robert. Eigentlich möchte ich sozusagen erst Herrn Bofinger fragen, ob er all dem jetzt zustimmt, was Herr Regling gesagt hat. Insbesondere scheint mir fraglich zu sein, ist es notwendig, eben die Einkommensentwicklung und die Leistungsbilanzen, auch diese Aspekte zu überwachen. Also ich stimme dem, was Herr Regling gesagt hat, nahezu vollständig zu. Es ist klar, man muss auf allen Ebenen ansetzen und die Voraussetzung für die gemeinschaftliche Hilfe ist, dass auf der nationalen Ebene vieles getan wird. Ich finde es auch sehr gut, dass Herr Regling nochmal darauf hingewiesen hat, dass eben das, was an Anpassungen in den Ländern geleistet wird, dass das leider in den Medien fast überhaupt nicht rüberkommt. Italien ist das zweitstabilste G7-Land und muss sich nur so auf den Finanzmärkten rumplagen. Also ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Kommunikationsaufgabe, die da gestellt wird. Also insgesamt teile ich eigentlich alles, was Herr Regling gesagt hat. Die Frage, die Sie jetzt gestellt haben, Überwachung der Einkommensentwicklung, ja, wenn man heute das Problem hat, dass in einigen Ländern die Lohnstückkosten um 10 oder 20% so hoch sind, in anderen eben die Lohnstückkosten kaum gestiegen sind und das Ganze jetzt ja doch mühsame Anpassungen erfordert über deflationäre Prozesse, weil wir den Wechselkurs ja nicht zur Verfügung haben, da muss man sagen, diese Fehlentwicklungen waren zu erkennen schon Mitte des letzten Jahrzehnts, 2005, war eine große Diskussion über die strukturellen Inflationsunterschiede im Euroraum und man hätte erkennen können, dass das ein Problem ist. Das wurde von den offiziellen Stellen nicht aufgegriffen, weil man dann nämlich nicht nur die zu hohen Lohnsteigerungen in Griechenland oder Irland oder Spanien hätte kritisieren müssen, sondern auch die Tatsache, dass in Deutschland eine extreme Lohnzurückhaltung betrieben worden ist. Deutschland hat, obwohl es ja nun extrem leistungsstark ist in dieser Währungsunion, in den ersten 8 Jahren seine Lohnstückkosten kaum erhöht und hat damit maßgeblich zu den Ungleichgewichten beigetragen. Das heißt also, hier wäre eine bessere Überwachung dringend geboten gewesen und man hätte vieles, was wir heute an Problemen haben, hätte man schon 2005 erkennen können und hätte da das Ganze schon stoppen können. Vielleicht kann ich da ergänzen und ein bisschen präzisieren. Überwachung heißt natürlich nicht, dass irgendjemand in Brüssel jetzt vorschreibt, wie stark die Löhne in einem bestimmten Land in einem Jahr steigen sollen. Überwachung heißt nur, dass man exzessive Ungleichgewichte frühzeitig identifiziert. Deshalb gibt es ja auch auf europäischer Ebene ein neues Verfahren, das heißt exzessives Ungleichgewichtsverfahren. Klingt ein bisschen holprig, aber beschreibt genau das, was damit erreicht werden soll, nämlich exzessive Ungleichgewichte zu vermeiden.
Die Wirtschaft entwickelt sich in Zyklen und es wird immer Situationen geben, wo einige Länder Wettbewerbsfähigkeit gewinnen, andere verlieren. Leistungsbilanzen sollen nicht immer im Gleichgewicht sein. Auch das Haushaltsdefizit darf ja atmen mit dem Konjunkturzyklus. Nur es darf eben nicht exzessiv werden, wo dann das Zurückschrauben sehr, sehr mühsam und sehr kostspielig wird durch hohe Arbeitslosigkeit. Also da frühzeitig erkennen, wo Grenzen überschritten werden, dass hinterher eine Korrektur zu teuer wird für die Volkswirtschaft und damit für die Bevölkerung. Das ist das Ziel. Nicht, dass alles gleichmäßig verläuft. Das würde man gar nicht erreichen können. Wir wollen ja keine Planwirtschaften hier entwickeln. Aber das Exzessive, das muss vermieden werden. Und bei Lohnstückkosten hatten wir nun mal eine Situation, dass im ersten Jahrzehnt der Währungsunion die Lohnstückkosten in Ländern wie Irland und Griechenland 50% schneller gestiegen sind als in Deutschland. Das ist übrigens in den letzten 2,5 Jahren zur Hälfte wieder reduziert worden, um nochmal auf den Fortschritt hinzuweisen. Wenn das noch 2 Jahre weitergeht, dann ist dieses Problem beseitigt. Aber es war einfach zu exzessiv geworden, diese Divergenz. Vielen Dank an Sie beide. Eine Nachfrage dahingehend nochmal. Die Vorgabe der EZB war ja beim Beginn der Währungsunion 2% Ziel, also Zielinflationskorridor und halt die Lohnsteigerung entlang von dem Produktivitätssteigerung der jeweiligen Volkswirtschaften. Damals befand sich Deutschland aber in einer schweren Rezession Anfang der 2000er Jahre. Und hat nicht die EZB eine zu tiefe Zinspolitik geführt, damit Deutschland aus dieser Rezession herausgekommen ist und die Südländer, für die die Zinsen einfach zu niedrig waren, schon allein, weil sie wegen der Zinskonvergenz im Vorfeld der Euro-Einführung sehr viel günstiger an Geld herangekommen sind, dass die dann praktisch in einen Boom hineinlaufen musste. Ich frage deswegen, weil ja diese Schuldzuweisung, die man den Südländern halt macht, immer wieder, dann etwas ungerecht wären, wenn die EZB in der ersten Hälfte der 2000er Jahre doch eine Politik zugunsten Deutschlands in ihrer Zinspolitik gemacht hätte. Wie würden Sie diese These bewerten? Wenn ich anfangen soll, ich denke, die EZB sollte man daran messen, ob sie ihr Ziel erreicht hat, nämlich ihr Inflationsziel. Und das hat sie ziemlich genau erreicht, glaube ich, mit 1,98% im Durchschnitt der ersten 10 oder 11 Jahre. Und daher war das Ziel und die Maßnahmen der EZB völlig richtig. Aber das, was Sie in Ihrer Frage mit aufgegriffen haben, das ist, glaube ich, das wahre Problem gewesen. Dieser Übergang der Südländer von einer Situation, wo diese Länder relativ hohe Zinsen gewohnt waren, und das Verhalten aller am Wirtschaftstreiben Beteiligten auch darauf abgestellt war, mit so hohen Zinsen zu leben. Diese Zinsen sind dann ja im Übergang in die Währungsunion auf das niedrige deutsche Zinsniveau gefallen. Und das hat Prozesse ausgelöst, die dann letztlich zu den Blasen an den Immobilienmärkten geführt haben, zu Übernachfrage, zu schnellen Einkommenszuwächsen, die auf die Dauer nicht nachhaltig waren. Es war dieser Übergang, der diese schädlichen Effekte ausgelöst hat. Das ist auf der einen Seite beruhigend, denn das sind One-Off-Effekte, die einmal passieren beim Eintritt in die Währungsunion. Insofern sollten Länder, die in Zukunft der Währungsunion beitreten, daraus ihre Lehren ziehen. Aber die Länder, die jetzt drin sind, werden diese Phase nicht nochmal durchlaufen. Es war also ein One-Off und wir müssen daraus lernen, dass diese Effekte, die wir schon im Blick hatten in den 90er Jahren, stärker sind, als das vorausgeschätzt wurde. Es gab durchaus eine Diskussion Ende der 90er Jahre über dieses Phänomen. Es war klar, dass das die Volkswirtschaften pushen würde, die Nachfrage und die Wirtschaftsentwicklung. Es gab zum Beispiel vor dem Beitritt Irlands in die Währungsunion die Diskussion, dass Irland noch einmal zum Schluss aufwertet als Kompensation, damit die Wirtschaft nicht übersprudelt und keine Blasen entstehen. Die Iren waren zögerlich, haben dann 5% aufgewertet. Wir hatten eher 10-15% empfohlen. Das hätte denen gut getan, um diesen Einmaleffekt zu dämpfen. Das ist also für mich ein Beispiel, wo wir unterschätzt haben, welche Konsequenzen dieser Übergang von Hochzinsen zu Niedrigzinsen haben kann. Und daraus sollte man für die Zukunft lernen. Ich würde da gern ein bisschen Herrn Regling widersprechen. Es ist zwar richtig, dass die EZB ihr Inflationsziel eingehalten hat, aber die Frage ist ja dann doch, ob es nicht zu eng war, von der EZB sich nur auf die Inflationsrate
zu konzentrieren und nicht zu überprüfen, was an Fehlentwicklung in den Finanzmärkten stattgefunden hat. Ich glaube, es wäre schon hilfreich gewesen, wenn die EZB 2004, 2005, 2006 intensiv die Entwicklung in Irland, in Spanien geprüft hätte. Und ich glaube, wenn die EZB zu einem Zeitpunkt 2005 sich geäußert hätte in dem Sinne, dass sie sagt, da sind Kreditentwicklungen, die die Stabilität des Finanzsystems in diesen Ländern gefährden, dann wäre vieles von den Problemen, die wir heute haben, wäre damals vermieden worden. Und ich glaube, man muss sich ganz klar fragen, ob es noch angemessen ist, das Mandat der Notenbank nur auf die Preisstabilität zu fixieren oder aber auch gleichzeitig eine Verantwortung für die Finanzstabilität festzulegen. Denn das Problem der EZB war ja, sie hat immer nur nach der Inflationsrate geguckt, die war immer sehr schön niedrig. Und sie hat deswegen auch die Zinsen bis Ende 2005 auf einem Niveau gehalten, 2%, was für die Gesamtverfassung des Euroraums auch unter Berücksichtigung der deutschen Situation, was viel zu niedrig war. Das heißt also hier für die Zukunft, meine ich, muss man ganz klar die Frage diskutieren, brauchen wir nicht ein duales Mandat, Preisstabilität und Finanzsystemstabilität, damit solche Fehlentwicklungen verhindert werden. Dem nähern wir uns ja ein bisschen an durch die Schaffung des European Systemic Risk Boards, das es seit anderthalb Jahren gibt. Vorsitzender ist Präsident der EZB. Dieses Systemic Risk Board hat die Aufgabe, sogenannte makropotentielle Risiken im Auge zu haben und Empfehlungen auszusprechen. Das ist, glaube ich, für die Währungsunion eine ganz wichtige Neuschaffung, die in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird. Aber hier werden genau diese Dinge dann beobachtet, die Herr Bofinger eben angesprochen hat. Ja, vielen Dank für diese Diskussion. Ich würde gerne noch die Frage klären, ob die beiden Referenten sehen, ob es einen Abschreibungsbedarf gibt, der getragen werden muss. Die Frage ist bloß, wer ihn tragen muss. Oder sind wir in einer Situation, dass ein Tal zu überbrücken ist und am Ende niemand schlechter dasteht? Ich weiß nicht, ob ich anfangen darf, da ich hier den EFSF leite. Das ganze Konzept, das hinter der EFSF steht und dem Konzept der 17 Regierungen des Euroraums ist darauf gerichtet, dass keine Verluste, kein Abschreibungsbedarf eintritt. Auch das in enger Anlehnung an das, was der Internationale Währungsfonds global seit 30, 40 Jahren macht. Da kommt es auch mal zu Umschuldungen, aber niemals zu oder nur sehr in sehr seltenen Fällen zu Abschreibungen. Das sind die Ausnahmen. Solche Ausnahmen gibt es. Aber das Konzept ist darauf ausgelegt, das zu vermeiden. Und ich bin sicher, dass bei allen Ländern, wo wir Kredite geben, außer bei Griechenland, da auch überhaupt kein Risiko besteht. Griechenland ist ein Sonderfall. Hier hat es ja für die privaten Gläubiger schon jetzt erheblichen Abschreibungsbedarf gegeben. Die privaten Gläubiger haben ja bei Griechenland vor einigen Monaten auf 107 Milliarden Euro verzichtet, ihrer Forderungen gegenüber Griechenland. Das hilft natürlich Griechenland aus dieser schwierigen Situationen herauszukommen. Wir werden sehen, wie es in Griechenland weitergeht. Aber in allen anderen Ländern wird das übliche Konzept, dass Liquiditätshilfen gegeben werden, die mit Zinsen zurückgezahlt werden, dazu dienen, Zeit zu kaufen, durch das Tal zu kommen, wie Sie das genannt haben, bis die Reformmaßnahmen greifen, auch für die Märkte dann sichtbar werden, diese Reformergebnisse. Und dann wird auch der Marktzugang wieder möglich sein. Bei Irland zweifelt eigentlich niemand mehr, dass das im nächsten Jahr so sein wird. Insofern läuft es genauso ab, wie es konzipiert ist. Griechenland ist ein Sonderfall. Die Ratio der Hilfen ist ja genau die, dass man die Liquiditätsprobleme löst und damit ein Solvenzproblem vermeidet. Wenn Sie Italien nehmen, mit einer Schuldenstandsquote von 120% und 4% Zinsen, wird Italien in der Lage sein, das sehr gut zu bewältigen. Dann ist das auch nachhaltig. Wenn die Zinsen für Italien auf 7 oder 8 oder 9% steigen, dann wird es schwierig sein für Italien. Dann wird auch die gesamte Stabilität des Systems gefährdet. Das heißt, die Ratio all dieser Maßnahmen zielt genau darauf ab, dass Staaten, die von ihrem Schuldenstand durchaus in der Lage sind, mit ihrer Verschuldung zurechtzukommen, dass sie die Zinsen bekommen, mit denen das Ganze auch nachhaltig finanzierbar ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man jetzt immer diese ganzen Mechanismen kritisiert und die ganzen Garantieprobleme ins Auge fasst. Es ist viel schlimmer, wenn wir in Italien eine Staatsinsolvenz hinlegen würde, wäre das am Ende für uns sehr viel teurer, als wenn wir jetzt diese Garantien geben, wo bei niedrigen Zinsen auch das Risiko des Ausfalls ausgesprochen gering ist. Dann habe ich dazu direkt eine Rückfrage.
Also in Griechenland hat es schon mal nicht so richtig geklappt. Und wie sieht das jetzt in Spanien aus? Da wird ja immer wieder gesprochen von einer Immobilienblase. Das hört sich vom Wort her so an, als müssten die platzen. Naja, die Blase ist ja schon längst geplatzt. Also ich meine, die Immobilienblase in Spanien ist seit 2008 geplatzt. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt ein neues Phänomen ist. Und es sind ja auch schon erhebliche Wertberichtigungen vorgenommen worden. Die Wertberichtigungen, die jetzt noch anstehen, sind zumindest nach dem, wie das jetzt überprüft worden ist, in einem Bereich von 50, 60 Milliarden. Das heißt, die Risiken sind aus dieser Sicht überschaubar. Entscheidend ist allerdings, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass in Spanien die Konjunktur nicht weiter nach unten geht. Denn wie sich die Lage bei den Immobilien darstellt, hängt auch davon ab, wie die Menschen Arbeit finden, ob sie laufende Einkommen haben, ob sie ihre Hypotheken bezahlen können oder nicht. Deswegen ist ein ganz wichtiger Punkt, den man, glaube ich, auch bei all diesen Rettungsmaßnahmen auch noch sehen sollte, ist, dass wir vermeiden, eine Politik, bei der jetzt immer mehr gespart wird, bei der die Konjunktur immer mehr in den Keller geht und wir quasi so eine Abwärtsspirale bekommen, konjunkturell. Das war aus meiner Sicht auch einer der Gründe, wieso Griechenland jetzt sich so extrem ungünstig entwickelt hat. Das heißt also, die finanziellen Hilfen, also der Zugang zu Mitteln, zu vernünftigen Zinsen ist eine Seite, aber das andere ist, man muss vorsichtig sein, dass man das bei der Konsolidierung nicht überstrapaziert, weil bei einer Abwärtsspirale, wie das in Griechenland passiert ist, dann in der Tat sehr, sehr schwierig ist, auch die Verschuldung in den Griff zu bekommen. Das heißt, das ist eine zweite Perspektive, die ganz wichtig ist und die aus meiner Sicht auch in der aktuellen Diskussion nicht ausreichend berücksichtigt wird. Na, der Wachstumsaspekt wird ja heute stärker betont als vielleicht vor 2 Jahren. Aber wir haben das Problem, dass, nehmen wir das Beispiel Griechenland, wo einfach die Einkommen zu stark gewachsen sind während der ersten 10 Jahre der Währungsunion, dass man gar nicht darum herumkommt, diese Einkommen zu kürzen. Wir haben ja nominale Gehaltskürzungen im öffentlichen Bereich, aber auch im privaten Sektor. Wir haben Rentenkürzungen. Das ist alles sehr, sehr unerfreulich für die betroffenen Menschen. Aber die Einkommen sind einfach zu stark gewachsen. Es ist kein Gleichgewicht mehr da. Es muss ein neues Gleichgewicht gefunden werden bei niedrigerem Lebensstandard. Das ist nach einer solchen Krise unvermeidlich. Das bedeutet, wenn Einkommen sinken, dass die Nachfrage schwach ist. Und deshalb ist es in gewissen Grenzen unvermeidlich, dass ein Negativwachstum entsteht. Das ist genauso in früheren Krisen gewesen, während der lateinamerikanischen Schuldenkrise in den 80er, 90er Jahren, Asienkrise 97, 98 oder auch in der Türkei 99, 2000. Da sind die Einkommen gesunken, damit die Binnennachfrage. Deshalb ist das BIP gesunken, also der Nenner, wenn man Schuldenrelationen berechnet. Das ist in der Anfangsphase dieses Anpassungsprozesses leider unvermeidlich. Aber irgendwann kommt es dann zum Wendepunkt und dann geht die Entwicklung wieder nach oben, obwohl viele Analysten an den Märkten zunächst einfach kurzfristige Trends linear weiter fortschreiben und deshalb zu erschreckenden Berechnungen kommen. Aber da wird dann oft unterschätzt, dass eine Dynamik in Gang kommt, die wieder ins Positive geht, wenn erst die Wettbewerbsfähigkeit wieder gewonnen und wiederhergestellt ist. Ja, vielen Dank, Herr Regling. Bevor wir im nächsten Abschnitt dann zum letzten europäischen Ratsgipfel kommen und der Rolle vielleicht der Bundesregierung, möchte ich jetzt doch die ersten Teilnehmer am Saalmikrofon Gelegenheit geben, ihre Frage zu stellen und möchte beginnen mit Arne. Herr Bofinger, Sie hatten davon gesprochen vom Teufelskreis und dass die Staaten sich nicht mehr zu vernünftigen Zinsen verschulden können. Ist aber die Staatsverschuldung nicht nur der Schwanz vom Teufel und der eigentliche Teufel, wie Sie es auch angesprochen haben, ist praktisch der feste Wechselkurs, den die Euro-Länder eingegangen sind. Und wenn man jetzt die Entscheidung hat und wenn man dieser Sache so große Bedeutung zumisst, warum finanziert man nicht dann die Staaten direkt über die EZB? Warum nutzt man die Geschäftsbanken als Durchlauferhitzer für funktionslose Einkommen? Denn von der Geldmenge her gesehen kommt es aufs Gleiche raus und die einzelnen Staaten wären dem Druck der Finanzmärkte entzogen. Also sagen wir so, wie die Situation im Augenblick sich darstellt und wir jetzt im Augenblick keinen ESM haben, wo die Fazilitäten des EFSF begrenzt sind, meine ich schon, dass man sich überlegen muss, ob es nicht sinnvoll ist, dass die EZB in stärkerem Maße Anleihen sowohl Spaniens als auch Italiens ankauft, um zu verhindern,
dass dieser Teufelskreis sich immer weiter verstärkt. Also ich fände es durchaus überlegenswert, ob man nicht bei 4 oder 5% eine Obergrenze einzieht, um einfach diesen ganzen Prozess zu stoppen. Ich meine, die Bank von England macht ja im Grunde nichts anderes. Sie macht Quantitative Easing. Sie kauft bisher für mehr als 300 Milliarden Pfund Anleihen. Und solange diese ganzen anderen Mechanismen nicht da sind und wir ja zudem das Problem haben, dass der ESM ja auch für Italien, Spanien gar nicht voll ausreichen würde, denke ich, als Zwischenlösung wäre die Intervention durch die EZB vertretbar. Es ist ja auch so, dass selbst die Bundesbank in den 70er Jahren im Milliardenmaßstab öffentliche Anleihen in Deutschland angekauft hat, um die Zinsen nach unten zu drücken. Es ist also nicht so jetzt so wieder alle Grundregeln der Geldpolitik, wenn man Anleihen am Sekundärmarkt ankauft. Und zumindest als Übergangslösung, denke ich, wäre das vertretbar. Es sollte dann allerdings eine klare Zielvorgabe da sein, dass man dann an diese EZB-Finanzierung eine Finanzierung anschließt, die eben dann mit Sicherungsmechanismen verbunden ist, wie das eben unser Schuldentilgungspakt vorsieht. Hier hat Herr Bofinger natürlich eine andere Meinung als die Regierung oder die EZB. Wir haben das Verbot der monetären Finanzierung im Artikel 123 des EU-Vertrages und deshalb agiert es ein Grund, warum die EZB anders agiert als die Bank of England und die amerikanische Fed. Aber dazu kommt ja auch, dass Marktdruck auch durchaus nützlich sein kann. Wir haben das sehr deutlich gesehen bei Italien. Sobald die Zinsen ein bisschen gefallen sind, hat die italienische Regierung vor einem Jahr ihre Reformbemühungen gleich wieder ein bisschen runtergekurbelt. Das war also noch zu Berlusconis Zeiten. Das ist ja der Grund, warum die Bundesregierung zum Beispiel immer sagt, es müssen erst verlässliche Koordinierungsinstrumente etabliert sein, sodass wirklich die Gemeinschaft insgesamt vermeiden kann und verhindern kann, dass einzelne Staaten es ausnutzen, wenn zum Beispiel eine Vergemeinschaftung der Schulden stattfindet und dadurch ein niedriges Zinsniveau überall entsteht. Erst wenn dieser Zustand erreicht ist, also am Ende eines langen Prozesses, kann man dann darüber nachdenken, für alle ein System zu schaffen, das zu niedrigeren Zinsen führt. Bevor so ein System vorhanden ist, ist die Gefahr von dem, was Ökonomen Moral Hazard nennen, eben sehr groß. Und die Erfahrung belegt leider, dass diese Gefahr tatsächlich da ist. Vielen Dank, Herr Regling und Herr Bofinger. Nächste Frage an Sarah und Volker. Ja, hier ist der Volker. Ich möchte ein paar Fragen stellen zum Thema, wie hart denn die Auflagen sein dürfen. Ich habe eben gehört, 50 Jahre IWF. Habe auch ein Fachbuch gelesen, unter anderem von Professor Dr. Michel Chosudowski und einigen anderen. Mich würde interessieren, IWF hat ja auch Auflagen gemacht zum Ausverkauf von Nahrungsmitteln, Notreserven, Malawi, Niger, Äthiopien, zu drastischen Sparmaßnahmen, Gesundheitswesen, jetzt auch in Europa zusammen mit der Troika, Griechenland, Rumänien, wo Schwangere jetzt 1.000 Euro Zuzahlung machen müssen. Braucht es einfach eine gewisse Menge an hungernden Menschen? Braucht es eine gewisse Menge an medizinisch unversorgten Menschen, damit ein Druck entsteht, dass die Widerspenstigkeit der Bürger gebrochen wird und sie allen Auflagen gehorchen? Also das ist nun wirklich eine Verzerrung der Arbeit des IWF. Es geht darum, dass in einer Krisensituation, und nur dann gibt der IWF Mittel, die Probleme, die zur Krise geführt haben, angegangen werden. Und in der Regel gehört dazu, dass das Haushaltsdefizit zu groß geworden ist und nicht mehr finanziert werden kann an den Märkten, weil Investoren ihr Geld nicht bereit sind, in dieses Land zu geben. Und dann müssen in der Tat entweder Ausgaben gekürzt werden oder Einnahmen erhöht werden. Das ist in der Souveränität des jeweiligen Landes, was gekürzt wird. Der IWF macht vielleicht Empfehlungen, aber es wäre eine Verzerrung der Tatsachen zu behaupten, das findet im Gesundheitssystem statt und hier sollen irgendwie der Willen der Völker gebrochen werden. Das halte ich, mit Verlaub gesagt, für großen Quatsch. Wenn wir heute froh sind, dass Länder wie Brasilien oder Indonesien wirtschaftspolitisch sehr, sehr erfolgreich sind, dann geht das darauf zurück, dass diese Länder in der Vergangenheit, als sie selbst in der Krise waren, sehr umfangreiche Anpassungen, Strukturreformen, Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ergriffen haben innerhalb von IWF-Programmen. Das war damals auch für die Bevölkerung jeweils sehr schmerzhaft. Brasilien schon in den 80er Jahren und nochmal frühe 90er Jahre. Indonesien im Jahre 1998. Aber damit wurde die Grundlage gelegt durch diese Strukturreformen, durch die Haushaltskonsolidierung, dass diese Länder heute so erfolgreich sind und dastehen, wo sie sind. Eine Ergänzung vielleicht dazu, Herr Regling.
Dennoch ist der IWF in Südamerika bei weitem nicht mehr so beliebt und die meisten Staaten haben auf weitere Kreditmaßnahmen verzichtet. Und während der Asienkrise haben die Länder dort die Schlussfolgerung gezogen, dass sie genug Devisenreserven mit ihren Exportstrategien und Offensiven erwirtschaftet haben, dass sie nie mehr in die Situation kommen sollen, dass der IWF bei ihnen halt hineinregiert. Also so ganz positiv wird der IWF in diesen beiden Weltregionen heute nicht mehr gesehen. Oder wie stehen Sie zu dieser Frage? Nee, das ist, glaube ich, da müssen Sie ein paar Dinge auseinanderhalten. Natürlich ist das nicht schön, wenn man durch diese Anpassungsprozesse geht, denn es bedeutet, der Lebensstandard sinkt, Privilegien werden abgebaut. In Indonesien zum Beispiel auch gerade die Privilegien zum Beispiel der Suharto-Familien, die durch die Strukturreformen in Indonesien sind, die Monopole, die von den Eliten beherrscht wurden, aufgebrochen worden. Das waren alles notwendige Voraussetzungen für die gute Wirtschaftsentwicklung heute. Trotzdem war es schmerzhaft und dass die Länder dann alles tun, um nicht wieder in diese Situation zu kommen, ist ja nur gut. Und die Schaffung von Devisenreserven in der Tat hilft dabei, dass man in so einer Situation nicht mehr kommt, weil man ja genug Kapital dann angehäuft hat. Das ist also kein Widerspruch dazu, dass diese Reformmaßnahmen während der Asienkrise die Voraussetzung war, dass es diesen Ländern, und das ist ja nicht nur Indonesien, es ist auch Korea und Thailand, dass denen heute relativ gut geht. Und Brasilien ist ja nun, weiß Gott, heute eine Riesenerfolgsgeschichte. Und das hat sehr viel damit zu tun, was dort unter Aufsicht des IWF an Reformen umgesetzt worden ist. Dass die Erinnerung daran nicht schön ist, weil das harte Anpassungsmaßnahmen waren, steht dazu nicht im Widerspruch. Herr Reglin, stimmen Sie mir zu, dass der Staat sich verschulden muss, damit letztendlich Geldvermögen in privater Hand und in der Wirtschaft entstehen kann? Und wenn ja, ist der ESM nicht im Endeffekt entstanden, um diesen Prozess aufrechtzuerhalten? Also ist sicherlich richtig, Ökonomen fordern nicht, dass Staaten null Verschuldung haben sollen. Insofern ist ein Staat anders zu bewerten als ein Unternehmen oder ein Privathaushalt. Schon bei Unternehmen ist es ja nicht unbedingt notwendig, dass es null Verschuldung gibt. Es kommt immer darauf an, was mit diesen Schulden gemacht wird, wenn das produktiv investiert wird. Anders zu beurteilen, als wenn es nur konsumiert wird. Das gilt auch für Staaten. Wenn die Schuldenaufnahme dazu dient, die Infrastruktur auszubauen und andere Investitionen zu tätigen, auch in zum Beispiel Ausbildung, Schulen und Gehälter von Lehrern, dann ist das grundsätzlich positiv zu sehen. Nur es gibt Grenzen, das sehen wir immer wieder. Und die Wirtschaftsgeschichte ist reich an Beispielen. Wir haben das schöne Buch von Ken Rogoff, über 800 Jahre Verschuldungsgeschichte, und das Phänomen ist immer dasselbe. Es ist nichts dagegen zu sagen, dass Staaten sich verschulden, nur wenn eine Grenze erreicht wird, jenseits derer Investoren nicht mehr bereit sind, diese Verschuldung weiter zu finanzieren oder auch nur überzuwälzen und auslaufende Verschuldung zu erneuern, dann ist das Land halt in einer Krise und dann muss etwas geschehen. Und wenn es dann nicht die Institutionen gäbe, wie auf globaler Ebene der IWF und auf europäischer Ebene EFSF und ESM, dann würde die Anpassung eben sehr viel rapider und schneller erfolgen müssen, weil dann sofort die Ausgaben auf das Niveau der Einnahmen heruntergeschraubt werden müssen. Das ist dann noch viel schmerzhafter, als wenn man von öffentlicher Seite diese Liquiditätshilfen bekommt, um Zeit zu kaufen, damit die Maßnahmen geordnet umgesetzt werden können. Und dann eines Tages die Märkte den Erfolg sehen und auch wieder die Finanzierung erfolgen kann. Also entscheidend ist jetzt bei diesen Rettungsmechanismen ja gerade, dass die Ersparnisse, die die Bürger haben in Form von Staatsanleihen, sei es, dass das direkt Staatsanleihen gespart ist, sei es, dass es in Banken ist das Geld, die wieder die Staatsanleihen als Sicherheiten haben, sei es, dass es Versicherungssparen ist, wo die Versicherungen wieder die Staatsanleihen halten. Entscheidend ist ja, dass man diese Ersparnisse erhält, dass man also vermeidet, dass der Staat in die Insolvenz getrieben wird aufgrund zu hoher Zinsen und damit eben genau diese Geldvermögenspositionen bestehen bleiben. Denn wenn nun im großen Stil Staaten insolvent werden würden im Euroraum, dann wäre das eben die Vernichtung all des Geldvermögens, das Private in Staatsanleihen, in Banken und in Versicherungen haben. Genau das zu vermeiden ist die Ratio dieser Rettungsmechanismen. Ja, schönen guten Abend, Herr Buffinger. Schönen guten Abend, Herr Regling, Robert Stein, Bobby 79, mein Name.
Wir haben jetzt hier viel über diese Systemkrise gehört, die ja auch darin begründet liegt, dass die Wettbewerbsfähigkeit gerade der Peripherieländer im Süden eigentlich nicht mehr hergestellt werden kann, beziehungsweise aufgrund der gemeinsamen Währung und der fehlenden Auf- und Abwertungsmöglichkeiten innerhalb der Union im Prinzip nur über die Lohnstückkosten zu bewerkstelligen sind. Wäre es da nicht ein Ansatz zu sagen, wir führen wieder nationale Währungen ein als Parallelwährung, aber wir gestalten die Wechselkurse nicht komplett flexibel, sondern teilflexibel, um halt Auf- und Abwertungsschocks zu verhindern, damit man halt Step by Step wieder die Wettbewerbsfähigkeit der Länder herstellen kann, quasi im Sinne einer Politik, einen Schritt zurückzugehen, um zwei Schritte vorwärts zu machen, wobei man halt die Flexibilität, jetzt unabhängig davon, ob der aktuelle rechtliche Rahmen das hergibt, wobei man die Flexibilität der Wechselkurse eben zum Beispiel jährlich verändern könnte. Im ersten Jahr eine Schwankung von plus minus 2,5% jetzt fiktiv vorausgesetzt zulässt, im zweiten Jahr 5%, bis man halt wieder eine Wettbewerbsfähigkeit hergestellt hat, um dann wieder gemeinsam mit einem starken Euro nach vorne zu gehen. Wie stehen Sie zu dieser Idee? Na, ich fange vielleicht mal an. Ich meine, diese Parallelwährungsideen klingen ja ganz bestechend, weil man nicht so diesen ganz harten Schritt machen muss, dass man aus der Währungsunion austritt, sondern man macht quasi einen weichen Schritt, dass man jetzt noch eine zusätzliche nationale Währung einführt. Das Problem ist, eben ist nur bei diesen Parallelwährungsvorschlägen, dass derjenige, der in der Parallelwährung bezahlt wird, ein Problem hat. Also Herr Mayer von der Deutschen Bank hat das ja vorgeschlagen, den Euro, dass der griechische Staat jetzt einen Teil seiner Zahlungen dann nicht mehr in Euros, sondern in Euro macht. Und er hat aber zugleich gesagt, er geht davon aus, dass dieser Euro um 40% oder 50% abwertet gegenüber dem Euro. Und dann sieht man das Problem, wenn der griechische Staat seine Bediensteten oder Rentner mit dem Euro bezahlt, dieser Euro gegenüber dem Euro um die Hälfte quasi abgewertet wird, der Rentner und der Staatsbedienstete aber seine Mietwohnung bezahlen muss und da die Miete weiterhin in Euro stattfindet, wenn er vielleicht auch Zinsverpflichtungen hat, die in Euro sind, dann sieht man, dass das da unglaubliche Spannungen mit verbunden sind mit solchen Parallelwährungsvorschlägen. Und deswegen glaube ich, man kommt an dieser harten Entscheidung nicht vorbei, entweder drin zu bleiben und dann diesen schmerzhaften Prozess der internen Abwertung zu machen. Aber Herr Regling hat das ja gesagt, da ist doch auch einiges schon an Fortschritten jetzt geschehen. Also die Länder bewegen sich ja da alle in die richtige Richtung. Oder aber den anderen, den großen Schritt zu machen und zu sagen, okay, wir lösen diese Währungsunion auf. Allerdings haben wir dann die ganze Problematik flexibler Wechselkurse. Und Herr Regling hat ja die Asienkrise angesprochen. Wenn Sie da die Abwertungsraten sich angucken, die indonesische Rupiah ist, glaube ich, auf ein Viertel oder ein Fünftel ihres Wertes eingedampft worden. Das heißt, wir kriegen dann ganz extreme Verzerrungen, die dann sowohl in den Ländern, wo abgewertet wird, zunächst mal große Probleme machen, die aber dann vor allem bei uns in Deutschland gigantische Probleme mit der Wettbewerbsfähigkeit schaffen würden. Entschuldigung, wenn ich nochmal interveniere. Sicherlich die Probleme sehe ich auch, Herr Wuffinger, aber mein Vorschlag war ja auch deswegen, eben nicht die Wechselkurse komplett frei zu gestalten, sondern einen gewissen Spielraum nur zu geben, dass man eben sagt, die können jetzt in einem ersten Jahr von plus 5 bis minus 5% zum heutigen Niveau quasi schwanken, im zweiten Jahr doch meinetwegen von plus minus 8%, um eben dann dadurch eben eine weiche Landung zu schaffen. Eben klar, sonst haben wir ja die Schocks. Wenn wir jetzt einfach alles frei machen, dann haben wir Auf- und Abwertungsschocks und es geht runter und drüber. Darauf zielt mein Vorschlag ab. Schwebt Ihnen da jetzt so ein System vor wie das europäische Währungssystem, das wir also von 79 bis 98 hatten? Ja, wir hatten ja eigentlich eine ähnliche Geschichte, genau, wie zum Ecu. Der Ecu war ja mehr ein Warenkorb, zumindest wenn ich das richtig verstanden habe. Und da haben wir ja auch gesagt, dass sie, wie es auch ähnlich bei Bretton Woods damals war, da hatten wir auch eine Zeit lang relativ feste Wechselkurse, dass man eben sagt, jetzt eine Zeit lang, die Drachme wird parallel eingeführt und die Drachme hat eine Wechselkursflexibilität zum Euro um plus bis minus 5% gemessen zum aktuellen Stand. Na gut, aber Sie haben natürlich da auch das Problem, dass es da spekulative Attacken geben würde, dass es Kapitalflucht geben würde, weil die Leute vielleicht nicht so sicher wären, ob das tatsächlich auch eingehalten wird. Man muss sich da nichts vormachen. Sobald man nationale Währung in welcher Form auch immer in das Spiel wieder einführt, dann haben wir eine ganz neue Form von Instabilität und das eben die Währungsspekulationen, die spekulativen Attacken. Und mit denen muss man sich rumschlagen und dann muss man entweder akzeptieren, dass die Märkte dann die Wechselkurse, die man vorgibt, einfach zerschlagen. Oder man muss dann wieder im großen Stil bereit sein, Ländern zu helfen, die unter Abwertungsdruck geraten. Und das sind wir eigentlich genau da, wo wir heute auch sind.
Guten Tag, mein Name ist Jürgen Struckerler. Ich habe eine Frage nochmal zu dieser Zinsstruktur ESM. Wir haben ja gehört und man sieht es ja auch aus der Geschichte, wenn man es nach der Beendigung des Bretton Woods-Abkommens und die ungebremste Chiralgeldschöpfung, die ja letztendlich diese ganzen Blasen nur möglich machen, indem man eben sich Kapital holen kann mit einem 40er-Hebel und in irgendwelche Dinge investiert, die es gar nicht gibt. Ja. Wenn das jetzt Staaten unter Druck setzt, so wie Sie das sagen, warum nimmt man nicht einfach den Maastrichter Vertrag an der Stelle ein bisschen ernst, bezieht ihn in die Konstruktion der Gestalt ein, dass man beispielsweise die 60% vom BIP Verschuldung, die der Maastrichter Vertrag zulässt, soweit ich es noch weiß, einfach zu beispielsweise 0% von der EZB direkt finanziert, in einem zweiten Schritt den ESM nimmt und sagt, in Ordnung, die Staaten, die mehr als diese 60% brauchen, die bekommen einen Kredit vom ESM, soweit er durch Realvermögen hinterlegt ist, heißt Hypotheken, irgendwelche Bodenschatz, Schürfrechte oder eben Edelmetalle, Bank, Sichtguthaben, waren Zentralbanken, sowas. Und erst dann die darüber hinausgehenden Kreditbedarf, den sich die Länder dann holen können oder wollen, ja, der macht der freie Kapitalmarkt und da sollte dann auch wirklich wieder Risikopartner der Rendite sein, nicht wie wir es jetzt gehabt haben letztendlich. Die Frage ist, warum man das in diesen ESM nicht jetzt einbaut. Warum geht man wieder den Weg, dass man sagt, man überlässt die Zinsbildung, also die Preisbildung, den Märkten. Sagt, man kauft sich Zeit mit einem Schattensystem ESM, dann kauft sich Zeit, bis der Markt Vertrauen findet. Das war ja, das ist ja die Ursache. Ich habe das ja schon gesagt, Zeit kaufen, das ist das Konzept in der Tat, denn um die Anpassung auf nationaler Ebene führt kein Weg dran vorbei. Man kann diesen Anpassungsbedarf strecken und das ist eben möglich, indem man Liquiditätshilfen gibt. Die Idee, dass eine Zentralbank Geld verschenkt, halte ich also mit einer Marktwirtschaft nicht für vereinbar. Wir haben zwar heute eine Situation, wo die Zinsen sehr, sehr niedrig sind, am kurzen Ende sogar manchmal negativ neuerdings. Aber das ist natürlich ein Symptom dieser Krise und sowas auf Dauer zu fordern, und das würde der Vorschlag, den wir eben gehört haben, ja implizieren, würde es natürlich zu Inflation führen. Das kann also nicht Ziel einer vernünftigen Geldpolitik sein. In einer Krise ist manches möglich und deshalb sind die Zinsen so niedrig, deshalb hat auch die EZB mal interveniert am Anleihenmarkt, aber das kann keine Dauerlösung sein. Und der Vorschlag war ja, alles unter 60% mit null Zinsen zu finanzieren, das wäre so ein Dauervorschlag. Das würde dann sicherlich eines Tages in Inflation enden. Ich habe aktuell viel weniger Inflationssorgen als der durchschnittliche deutsche Bürger. Aber so ein Vorschlag würde irgendwann dann tatsächlich dazu führen, das kann also nicht sein. Der zweite Teil des Vorschlages, dass in dem Maße, wie ein Land tatsächlich Reserven hat, Dinge privatisieren kann, vor allem, dass das genutzt wird, um Schulden abzubauen, ist sicher sinnvoll, ist ja auch Teil aller Anpassungsprogramme in Griechenland, Portugal, auch Italien denkt jetzt in diese Richtung, Spanien tut es auch. Also Privatisierung führt direkt zu Schuldenreduzierung und das ist natürlich in dieser Situation, wo der Schuldenstand in den Südländern zu hoch ist, ein vernünftiger Weg. Vielen Dank, Herr Regling. Ich muss jetzt ganz kurz mal Bezug nehmen, wie vorhin schon gesagt, auf den Euro-Ratsgipfel und die Unterschiede, die in den Einstellungen der Regierungen Deutschlands, Italiens, Spaniens und Frankreich dort erschienen sind. Wir haben dort die Situation, dass eigentlich das Problem darin besteht, dass wir in der Währungsunion nicht die institutionellen Rahmenbedingungen haben, um eine Bankenaufsicht und eine Überwachung herzustellen, wie der Ratsbeschluss es ja eigentlich geäußert hat, dass das herstellbar sein soll. Was für einen Zeitrahmen, glauben Sie, benötigen wir, um eine zentrale Bankenaufsicht in Europa zu installieren? Frage 1. Und der zweite Teil, welche Rolle spielt in diesen Rettungsmaßnahmen der letzten zweieinhalb Jahre die deutsche Regierung? Wie würden Sie deren Vorgehen bewerten? Weil in dem Sachverständigen Sondergutachten, Herr Bofinger, wurde ja eine deutliche Kritik an der Bundesregierung und ihrer Vorgehensweise geäußert, wenn Sie damit beginnen würden. Zunächst mal ist für mich eigentlich das Problem, dass man die Entwicklungen, mit denen wir heute konfrontiert sind, dass man die eigentlich schon seit anderthalb Jahren hätte sehen können. Es war ziemlich wahrscheinlich, dass die Krise jetzt nicht nur in Griechenland eingedämmt werden kann, sondern sich ausbreitet. Es war klar aus meiner Sicht, dass sie auch Länder wie Spanien und Italien erfasst. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Regierung schon vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren sich überlegt hätte, wie können wir
bei der europäischen Integration einen großen Schritt machen, der eben beides vereint, eine wirksame Kontrolle über nationale Fiskalpolitiken von Ländern, die sich unsolide verhalten, durch eine europäische Institution mit Mechanismen, die auch eine gemeinsame Haftung dann ermöglichen, sodass eben die Länder, die sich wirklich bemühen, dass die auch dann tatsächlich zu vernünftigen Zinsen ihr Geld bekommen. Vielleicht die Frage davor nochmal kurz, null Zinsen für Staatsanleihen wäre zwar ganz gut für die Staaten, aber wir müssen eben sehen, die Staatsanleihen sind das Gegenstück zu sehr viel Geldersparnissen von Privaten, vor allem auch im Bereich der Altersvorsorge. Wenn wir da 0% Zinsen haben, dann schauen sehr viele Menschen bei ihrer Altersvorsorge in die Röhre. Was jetzt den Zeitbedarf angeht, mit der Bankenaufsicht fürchte ich, dass der Zeitbedarf größer sein wird als jetzt der Zeitbedarf, den man wahrscheinlich hat, um spanischen Banken zu helfen. Und je nachdem, wie die Entwicklung eben in Spanien ist, wäre es hilfreich, wenn man direkt über den ESM oder EFSF den spanischen Banken helfen kann, um diese negative Vernetzung von Staat und Banken zu lösen. Und das wäre eigentlich eine vernünftige Maßnahme gewesen, jetzt mit dieser Bedingung, dass die Bankenaufsicht erst etabliert sein muss, dauert es wahrscheinlich zu lange, um da vernünftig im Fall von Spanien dann die notwendige Unterstützung zu leisten. Ich möchte jetzt gerne nochmal zurück auf unseren Plan. Wir hatten vorher 7 Themen ausgemacht, die wir behandeln wollten, dass wir da noch ein paar davon behandeln. Eine Frage bezieht sich darauf, ob es vertretbar ist, Banken pleite gehen zu lassen. Herr Bofinger, Sie haben geschrieben, dass also die Verquickungen der Finanzindustrie derart eng sind, dass man also auch die spanischen Bausparkassen retten muss. Können Sie da nochmal genauer sagen, erstens, inwiefern sind da die Verknüpfungen so eng? Und zweitens, was droht, falls wir die spanischen Banken da nicht unterstützen würden? Also ich habe mich nicht in dieser Richtung geäußert. Ich habe gesagt, wenn die spanischen Banken systemisch sind, dann sollte man ihnen auch helfen. Dann ist es auch ein gemeinschaftliches Interesse, ihnen zu helfen. Ich kenne die Zahlen nicht. Ich weiß nicht, wie die Vernetzungen sind. Aber ich finde es eben etwas fahrlässig, wenn man von vornherein sagt, die Banken müssen eben insolvent werden, dann müssen eben die Gläubiger haften. Das ist eben Marktwirtschaft. Je nachdem, wie die Vernetzung mit anderen Banken sind, ist das sehr gefährlich, denn wir müssen ja einfach sehen, Banken haben ein Eigenkapital, wenn man das wirklich auf die Bilanzsumme bezieht, vielleicht von 2 oder 3%. Das heißt, der Spielraum, um nun mit größeren Verlusten zurechtzukommen, ist außerordentlich gering. Und deswegen ist eben dieses systemische Problem meiner Sicht etwas, was man sehr ernst nehmen muss. Aber um das genau beurteilen zu können, braucht man einfach die Daten über die Verknüpfung. Die habe ich nicht, aber ich würde eben deswegen auch nicht von vornherein sagen, wie das ja viele meiner Ökonomenkollegen sagen, lass doch Banken einfach insolvent werden, das ist kein Problem, das ist mir zu einfach. Da hat Herr Bofinger völlig recht, Banken sind etwas anderes als ein Industrieunternehmen. Es gibt diese gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen, deshalb muss man vorsichtig sein. Auf der anderen Seite fordert niemand von den Regierungen der Euroländer, dass nie eine Bank pleite gehen darf. Ganz im Gegenteil, die Europäische Kommission, die ja für Wettbewerbsfragen das letzte Wort hat, achtet sehr genau darauf, dass staatliche Beihilfen nicht an Banken gegeben werden, die praktisch insolvent sind. Dann muss es wirklich zu einer Abwicklung kommen. Das kann auch sein, dass dann eine gesunde Bank eine andere übernimmt oder dass eine Bad Bank gegründet wird. Natürlich sind die Einlagen gesichert bis mindestens 100.000 Euro in allen EU-Ländern. Aber es gibt hier keine Garantie, für dass alle Banken am Leben erhalten werden. Das ist eine falsche Sichtweise, die ich oft in den Medien lese. Das ist aber nicht die Haltung der 17 Regierungen. Okay, dazu habe ich noch eine kurze Rückfrage. Also Sie haben jetzt gesagt, das Kriterium wäre, wenn ich das richtig verstanden habe, ob die Banken sich selbst tragen können, ob es möglich ist, sozusagen die wieder auf die Beine zu stellen. Das ist ein anderes Kriterium als die Frage danach, ob sie systemisch relevant sind. Wie sehen Sie das jetzt im Zusammenhang? Welches von beiden soll denn nun das Kriterium sein? In der Tat ist es so, dass wenn es sich um eine systemisch relevante Bank handelt, man dann ganz vorsichtig sein sollte. Aber die Liste der systemisch relevanten Banken ist relativ klein. Hier gibt es eine Liste, die vom Financial Stability Board bei der BITS angesiedelt, von den G20-Ländern erarbeitet worden ist. Ich glaube, da sind 28 Banken drauf. Und bei denen ist man sich einig, dass die nicht pleite gehen können. Das heißt dann implizit, die anderen können schon. Man muss natürlich trotzdem vorsichtig sein
und eventuell die Abwicklung dann strecken. Aber in diesen Fällen wird man das zumindest ins Auge fassen. Wie gesagt, die Europäische Kommission hat hier klare Ansichten und auch Leitlinien, wie das gemacht wird. Es bedeutet natürlich sowieso, dass für alle diese Banken, wenn sie in Probleme kommen, an erster Stelle die Anteilseigner ihre Anteile verlieren. Insofern die Beteiligung der Anteilseigner der Banken, die ist sowieso gesichert als erster Schritt. Und nur wenn das nicht reicht, wird man weitergehende Maßnahmen, wie das in Deutschland durch die SOFIN zum Beispiel geschehen ist, oder wie jetzt in Spanien über EFSF, ESM Geld hineingeben. Aber auch dort, Banken, die davon profitieren, verlieren als erstes die Anteilseigner ihre Anteile. Soweit ich weiß, stehen die spanischen Sparkassen nicht auf dieser Liste der 27 oder 28 systemisch relevanten Banken, oder bin ich da falsch informiert? Das ist richtig, ja, die sind nicht systemisch, die sind nicht in dieser relativ kleinen Liste von 28 enthalten. Deshalb gibt es keine absolute Garantie und man wird sich das im Einzelfall anschauen, wie man damit umgehen. Und wie gesagt, die Europäische Kommission wird da ein sehr wichtiges Wort mitreden. Danke an die beiden Herren. Bevor wir auf die letzte Frage Trennung Geschäfts- und Investmentbanken kommen, ganz kurz vorher nochmal die Problematik. Im Augenblick sieht es doch so aus, dass die Bundesrepublik Deutschland bereit ist, Souveränitätsverlagerungen auf die europäische Ebene vorzunehmen, wenn ein stringentes Regelwerk in der Währungsunion definiert werden könnte, also Richtung einer fiskalpolitischen Union. Auf der anderen Seite wollen aber die Länder, die Hilfe erwarten und zum gewissen Maße Auflagen, wie Sie beide sagen, schon erfüllt haben und auf dem Weg sind, sich ihre Leistungsbilanzdefizite zu reduzieren. Die wollen zuerst die Hilfe und dann erst den Souveränitätsverzicht und die Verlagerung. Speziell ist es auch ein Problem zwischen Frankreich und Deutschland. Ich sehe das als eines der grundsätzlichsten Probleme überhaupt für die nächsten Monate, weil die Märkte, glaube ich, erwarten hier eine Einigung, wie man vorgeht. Also diese Einigung, die steht aus. Wie bewerten Sie diese problematische Situation? Ja, hier geht es ja nun wirklich um komplexe Zusammenhänge, schwierige politische Entscheidungen, die ja auch das Gesicht der Europäischen Union und der europäischen Integration über lange Zeit, über Jahrzehnte prägen werden. Und dass alle 17 Staaten, die den Euro nutzen zurzeit oder noch darüber hinaus die 27 in der EU, von vornherein die gleiche Meinung hätten, das kann man ja nun überhaupt nicht erwarten in solchen wirklich grundlegenden Fragen, wie die europäische Integration weitergehen soll. Also ich finde es ermutigend, dass es doch einen Grundkonsens gibt, dass die Antwort auf die Krise sein sollte, mehr Europa. Es gibt ja auch durchaus andere Stimmen, aber der Konsens unter den Regierungen ist, dass es mehr Europa geben soll. Das ist auch mit den Dingen, die ich ganz zu Beginn schon angesprochen habe, stärkere Überwachungsverfahren, nicht nur in der Haushaltspolitik, auch in den anderen makroökonomischen Bereichen, mehr Finanzmarktaufsicht zentralisiert auf europäischer Ebene, eine klare Souveränitätsübertragung. Die haben wir jetzt schon gesehen, das soll weitergehen. Wir sehen also durch diese Krise schon jetzt eindeutig einen Weg zu mehr Europa. Diskutiert wird jetzt noch wesentlich weiterzugehen und dass man da nicht von vornherein in allen Ländern die gleiche Meinung vertritt, das finde ich also überhaupt nicht verwunderlich. Dass auch die schwachen Länder vor allem erstmal Geld fordern und das andere sagen soll später kommen, finde ich auch nicht verwunderlich, muss man sich einigen. Zwischen Deutschland und Frankreich gibt es in der Tat dann noch das Sonderproblem, dass Frankreich immer schon etwas zögerlicher war, Souveränität zu übertragen, als in Deutschland relativ breit diskutiert wird. Aber die Erfahrung mit der europäischen Integration der letzten 60 Jahre zeigt, dass auch gerade Deutschland und Frankreich immer wieder letztlich zu einem Konsens gefunden haben, auch wenn es vorher kontroverse Diskussionen gibt. Vielen Dank. Ich würde gerne die letzten Minuten nutzen, dass wir zu der Frage übergehen, ob die Trennung von Geschäfts- und Investmentbanken sinnvoll ist. Die Idee dahinter ist ja klar. Die Idee ist, dass bei Geschäftsbanken das Risiko kleiner ist und dass auf diese Weise das Risiko, das Investmentbanken eingehen, nicht auf die Geschäftsbanken automatisch übertragen wird und damit die Wahrscheinlichkeit, dass Banken gerettet werden müssen, sinkt. So möchte ich noch mal kurz beide Referenten zu bitten, Stellung zu nehmen. Also in aller Kürze ist mein Modell ein anderes. Mein Modell würde es den Banken überlassen, ob sie mehr Investment Banking machen oder mehr Commercial Banking. Für mich wäre das Allerwichtigste für mehr Stabilität im Finanzsystem, dass die Banken ihre Verflechtung untereinander drastisch zurückfahren.
Denn diese Systemrelevanz ergibt sich ja vor allem daraus, dass wenn eine Bank A zusammenbricht, dann die Banken B, C, D und E und vielleicht noch mehr zusammenbrechen. Deswegen sollte eine wirksame Bankenregulierung darin bestehen, dass die Verflechtungen zwischen Banken so gering gehalten werden können, dass im Zweifelsfall auch eine deutsche Bank morgen früh insolvent werden kann und alle anderen Banken stehen bleiben. Ich glaube, das ist der allerwichtigste Weg, wie man dieses systemische Problem in den Griff bekommen kann, wie man dann auch die Haftung dann auch durchsetzen kann, weil man dann eben weiß, allein schon durch die Bankenregulierung, dass keine Bank mehr systemisch ist in dem Sinn, dass sie andere Banken abgrund reißt, dann kann man auch sehr viel stärker dann Insolvenzen durchziehen. Und ich glaube, das ist für mich der sehr viel erfolgversprechendere Weg, als dass man jetzt Geschäftsbanken und Investmentbanken trennt, weil eben die Frage der Trennung sehr, sehr schwierig ist. Wir haben Verbriefungen. Ist das dann schon Investmentbanking? Ist das noch traditionelles Banking? Also die Idee so der kleinen, einfachen Bank, die da Spareinlagen entgegennimmt und Immobilienkredite vergibt, vielleicht auch ein paar Geschäftskredite, das ist eben in der Realität doch sehr schwer zu finden. Und deswegen mein Vorschlag, reduziert die Vernetzung zwischen den Banken, dann können die Banken weiterhin entscheiden, wie sie ihre Geschäfte aufteilen. Ja, ich denke auch, das ist etwas zu einfach zu sagen, einfach trennen, weil Investmentbanken öfter gerettet werden müssen. Wir sehen ja gerade in Spanien, dass es die Sparkassen sind, die jetzt Probleme haben. Und auch in Deutschland waren es die Landesbanken, die viel Geld gekostet haben. Das mussten ja die Länder auch finanzieren und die Sparkassenverbände. Es war in Deutschland einfacher als in Spanien. Die Probleme gab es ja auch. Also diese Probleme hat man damit nicht im Griff. Es gibt ja so andere Modelle. Es geht darum, einmal das Too-Big-to-Fail-Problem zu lösen. Also Banken sollten nicht so groß werden, dass sie dann systemisch werden und dass zu viele Banken systemisch werden und dass von daher man um eine Rettung nicht herumkommt. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Ansatz. Und sicherlich sollte man bei Finanzinstitutionen wie zum Beispiel Versicherungen, AIG in den USA war ein Beispiel, die einen kleinen Bereich hatten, wo sie Hedgefonds-Aktivitäten betrieben haben, dass so etwas nicht wieder vorkommt. AIG als Versicherung musste gerettet werden, weil eine eigentlich fachfremde Aktivität im Hedgefund-Bereich zu Riesenverlusten geführt hat. Insofern müssen da einfach die Aufsichtsmöglichkeiten verstärkt und verbessert werden, damit das nicht wieder vorkommt. Ja, vielen Dank an die beiden Herren. Ich muss dennoch Sie beide doch nochmal, weil Herr Bofinger nicht zur Antwort kam vorhin, fragen, wenn eine Währungsunion und die Sachzwänge, die ökonomischen, die Sie beide heute Abend darlegen, die zwingen doch eigentlich zu einer Vergemeinschaftung der Aktivitäten. Aber setzt dieser schnelle Sprung in diese Union, in diese doch relativ zentral zu steuernden Elemente einer Währungsunion, nicht die nationalen Sonderbedürfnisse etwas zurück? Ja, man muss sogar sagen, dass auf der nationalen Ebene die Demokratie vielleicht sogar temporär beeinträchtigt wird. Und verstehen Sie vor diesem Hintergrund nicht diese Ängste und Sorgen in den Bevölkerungen? Ich glaube, wenn wir heute die deutsche Bevölkerung fragen würden, wäre die relativ skeptisch gegenüber den Rettungsmaßnahmen. Diese Angst, also demokratische Willensprozesse, die bisher nur auf Nationalstaatsebene erkämpft worden sind und dort halt fundiert vorliegen, die gibt es auf der europäischen Ebene nicht. Und glauben Sie nicht, dass dieser Druck im Augenblick, dieser Sachzwang, der von der ökonomischen Seite einfach kommt, uns eigentlich gar keine Zeit lässt, das in aller Ruhe eine demokratische Föderation aufzubauen, die notwendig wäre, damit die Bevölkerung mitgenommen werden kann? Hier gibt es in der Tat ein Spannungsverhältnis, das ist völlig richtig. Aber ich würde jetzt nicht Ihnen zustimmen, dass es auf europäischer Ebene überhaupt keine demokratische Legitimität gibt. Wir haben das Europäische Parlament. Es wird jetzt ja auch intensiv darüber diskutiert, wie man in dieser Situation, wo mehr Souveränität auf die europäische Ebene übertragen wird. In einigen kleinen Bereichen haben wir es. Ich habe das angesprochen. Man denkt über sehr viel mehr nach jetzt in der Haushaltspolitik, aber auch in der Bankenunion, politischen Union. Dazu gehört dann aber auch die Entwicklung der demokratischen Legitimität. Das ist völlig richtig. Darüber wird ja auch nachgedacht, diskutiert, gearbeitet. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das verlangt natürlich auf jeden Fall, dass die EU-Verträge geändert werden. Wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, dass der Präsident der Kommission oder vielleicht der vereinigte Präsident Kommission und Rat direkt vom Bürger gewählt wird,
dass das Europäische Parlament zusätzliche Rechte bekommt, dann aber auch in der Konstellation der heute 17-Euro-Staaten tätig werden kann, dass eventuell zusätzliche Kooperationsmöglichkeiten überlegt werden zwischen Europäischem Parlament und den nationalen Parlamenten. Das sind ja alles Dinge, die richtigerweise in diese Richtung deuten. Und ich finde auch, das ist die notwendige Ergänzung der Übertragung von Souveränität im Wirtschaftsbereich. Wenn ich das vielleicht noch ergänzen kann, ich sehe das ähnlich wie Sie, Herr Regling. Für mich ist die Krise so gesehen auch eine Chance. Eine Chance, dass man den Integrationsprozess vorantreibt, dass man auch entsprechend dann die Integration parlamentarisch legitimiert, denn da fehlt es ja auch. Und ich glaube, man sollte jetzt auch nicht zu viel Angst haben, dass dann von Brüssel alles bestimmt würde in Deutschland, wenn man jetzt mal die Aufsicht nimmt über die nationale Fiskalpolitik. Und wir haben ein Land wie Deutschland, das eine nationale Schuldenbremse hat. Und wenn ein Land diese Schuldenbremse auch einhält, gäbe es überhaupt keinen Grund, dass jetzt eine europäische Institution in diese nationale Fiskalpolitik eingreift. Das heißt, solange Länder auf der nationalen Ebene sich stabilitätsorientiert verhalten, und das wäre eben ausweislich der Einhaltung von der Schuldenbremse, dann wäre es nicht nötig, dass Brüssel jetzt reinregiert, sagt, welche Steuern man braucht, um die Einnahmen zu finanzieren, welche Ausgaben man vornehmen sollte. Das heißt, man kann sich also durchaus einen Prozess vorstellen, wo wir fiskalisch vorangehen, wo wir Kontrollen haben über Budgets, aber eben nur für die Länder, die eben tatsächlich Probleme haben mit der Schuldenbremse, die hohe Defizite haben. Und die anderen Länder könnten eigentlich in ihrer nationalen Autonomie weiter Fiskalpolitik betreiben. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne kurz vor der Verabschiedung einmal zusammenfassen. Also erstens, es müssen nicht alle Banken gerettet werden, sondern nur systemisch relevante. Und keiner der beiden Referenten wollte behaupten, dass die spanischen Sparkassen systemisch relevant seien. Zweitens, es ist in der Zukunft von entscheidender Bedeutung, nicht nur auf die Haushaltsdefizite zu gucken, sondern auch auf die Leistungsbilanzen, auf die Entwicklung der Lohnstückkosten und die private Verschuldung. Kann ich das so als Konsens festhalten? Also bei beiden Punkten nach meiner Meinung auf jeden Fall. Beim ersten haben Sie mir ein bisschen zu schnell die Schlussfolgerung gezogen, wenn nicht alle Banken gerettet werden müssen und die spanischen Sparkassen sind nicht systemisch, dann haben Sie im Grunde impliziert, dass man die ruhig alle dicht machen kann. Und dem würde ich nicht zustimmen. Ich sehe das wie Herr Regling. Ja, vielen Dank an die beiden Referenten. Lassen Sie mich doch nochmal fragen zum Abschluss, wie Sie so eine Podiumsdiskussion, wie wir sie hier bei den Piraten organisieren, empfunden haben. Es ist ja relativ schnell die Zeit vorbeigegangen. Sowas haben Sie bestimmt noch nicht gemacht. Und wie unterscheidet sich das von anderen Podiumsdiskussionen, die Sie bisher erlebt haben? Ja, ich fand das eine sehr angenehme, auch eine sehr, sehr gut strukturierte Diskussion. Es war sicher ein Unterschied jetzt vielleicht zu anderen Diskussionen, dass jetzt Herr Regling und ich nicht so fundamentale Unterschiede in den Positionen haben. Also ich glaube, wenn ich jetzt mit Herrn Sinn die gleiche Diskussion geführt hätte, dann wäre das wahrscheinlich sehr viel kontroverser abgelaufen. Aber ich denke, da Sie jetzt ja nochmal eine Runde machen, wo dann auch jetzt Gegner des ESM kommen, ist das vielleicht informativer, als wenn man jetzt zu viel Konfrontation in so einer Veranstaltung hat. Ja, ich denke auch, das war sicher einer der Unterschiede. Ich fand auch, das haben Sie gut vorbereitet, alles gut strukturiert. Und wir haben, glaube ich, auch eine Menge wichtige Fragen abhandeln können. Ich bin in der Tat ein bisschen betrübt, dass ich auch die Kritiker, die Sie beim nächsten Mal einladen werden und einladen wollen, dann nicht antworten kann. Aber vielleicht gibt es dazu ja noch eine andere Gelegenheit. Also dann nehme ich Sie gerne beim Wort, Herr Regling, wenn Sie uns auch in Zukunft kurzfristig zur Verfügung stehen, wenn hochrangige Ökonomen bei uns auftreten oder Gegner des ESM, dann laden wir Sie gerne wieder ein. Grundsätzlich, wenn mein Terminkalender es zulässt, mache ich solche Dinge sehr häufig und gerne, weil ich das auch für wichtig halte. Es dient ja der Aufklärung. Und meine Institution, EFSF, ESM in Zukunft, können ja nur wirklich sinnvoll arbeiten, wenn auch ein Grundverständnis in der Bevölkerung da ist und die Parteien sind die Multiplikatoren, wie man an die Bevölkerung Informationen gibt, wie die Institutionen funktionieren, ob das sinnvoll ist, was wir machen. Insofern, das ist Teil meiner Arbeit hier, mit Informationen zu geben, mich an der Diskussion zu beteiligen, damit einfach das Verständnis steigt, denn durch die Medien fühle ich mich oft nicht wirklich gut abgedeckt. Deshalb sind solche Diskussionen auf jeden Fall sinnvoll.
die gleiche Einladung gilt natürlich auch für Sie, Herr Buffinger. Sie sehen aber auch, dass die Piratenpartei sich vorbereitet, also eine neue Art von Teilhabe zu ermöglichen an Leute. Ich weiß nicht, wie viele hunderte von Zuhörern wir heute hier hatten. Für alle Beteiligten möchten wir darauf hinweisen, es gibt eine Wiki-Seite der Projektgruppe ESM. Dort findet ihr alle Informationen, auch die Wiki-Seiten der drei AGs, die die Projektgruppe bilden, AG Europa, AG Wirtschaft und AG Geldordnung und Finanzpolitik, bieten wunderbare Informationen. Ich wollte noch eine Frage stellen. Erstmal danke ich Ihnen sehr. Es war sehr toll und sehr informativ, nur es sind unglaublich viele Fragen stehen geblieben. Wir konnten leider, dadurch, dass auch im Pad vorher schon viele gestellt worden sind, nicht alle beantworten. Wäre es okay für Sie, wenn wir die Fragen sammeln, filtern und vielleicht an Sie weiterleiten, ob Sie noch die ein oder andere, wenn Sie Zeit haben, beantworten können? Grundsätzlich sind wir auch dazu da, aber irgendwo hat es natürlich auch Grenzen, wenn man gar nicht mehr zur anderen Arbeit kommt. Ich würde Ihnen auch empfehlen, auf die Website der EWSF zu schauen. Wir haben dort einen sehr, sehr umfangreichen Fragen- und Antwortenkatalog entwickelt. Der ist also für jedermann zugänglich. Und ich denke, dass viele Fragen, die wir heute nicht diskutieren konnten, dort bereits beantwortet werden. Ich würde Sie einfach bitten, sich das mal anzuschauen. Und wenn es dann noch Fragen gibt, die dort nicht beantwortet sind, dann können Sie die gerne schicken. Das gilt auch für den Sachverständigenrat. Wir haben auch zu unserem Schuldentilgungspakt im Internet eine Seite, wo alle Fragen, die aufgetaucht sind, auch beantwortet werden. Also auch da bitte erst mal sehen, was wir da an Fragen beantworten und dann kann man ja mal weitersehen. Vielen Dank. Gut, bitteschön und hat mich gefreut, mitmachen zu können. Wiedersehen. Ja, mir hat das auch Spaß gemacht. Das war wirklich eine sehr angenehm, auch sachliche Diskussion, denn ein Großteil der Diskussionen im Augenblick sind ja enorm emotional, enorm aggressiv und das fand ich jetzt also sehr angenehm, dass das also doch in einer sehr sachlichen Atmosphäre alles verlaufen ist. Auf Wiedersehen, Herr Regling, und auf Wiedersehen, Herr Buffinger. Vielen Dank auch von mir.